Schönen Urlaub wünscht uns der Tourismussprecher der ÖVP, Karl Schmidhofer. Und die Tourismussprecherin der SPÖ setzt fort, es ist Petra Vorderwinkler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseher vor den Fernsehschirmen. Zum Tourismusbericht 2019, der sehr dünn war und erst vor 2 Wochen angekommen ist, möchte ich 3 Dinge feststellen. Zum Ersten, 2019 zeigte sich als Höchstmarke, als eines der besten Jahre mit 46 Millionen Gästen und 153 Millionen Nächtigungen. Wobei man dazu sagen muss, dass 107 Millionen aus dem Ausland gekommen sind. Das war 2019. Zum Zweiten, ein hoher Anteil an Frauen und ausländischen Beschäftigten gibt es bei uns. Das ist ein Indikator, dass die Entlohnung sehr niedrig ist und die Rahmenbedingungen für die Arbeitsbedingungen nicht gut genug sind und hier verbesserungswürdig wären. Die Krise kann hier natürlich als Anlass genommen werden, um dort noch genauer hinzuschauen. Und zum Dritten, was mir aufgefallen ist, es steht drinnen, dass die Corona-Krise auf künftige Maßnahmen sich auswirken wird und sich in den Plänen widerspiegeln wird. Meine Frage an Sie, Frau Ministerin, nun zum wiederholten Mal, welche Maßnahmen? Weder im Bericht noch im Ausschuss haben wir Auskunft darüber bekommen. Es gibt viele Worte, aber keine konkreten Antworten. Trotz Corona müssen doch Szenarien überdacht werden, wie es weitergehen kann. Es muss Planungssicherheit für die Unternehmen geben. Sie alle stehen momentan am Abgrund und haben Einbußen. Sie müssen Beschäftigte kündigen und so weiter. Also es gibt hier einen Bedarf an einer Planungssicherheit und die fehlt. Es braucht ein Gesamtkonzept für die tausenden Unternehmer und die 220.000 Beschäftigte. Von den Zahlen her, es werden Rückgänge -50% an den Nächtigungen erwartet und von den Investitionen bis zu -500.000. Und das hat natürlich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Das geht bis in die kleinsten Regionen, bis in jeden Handwerksbetrieb hat das Auswirkungen, wie ein Dominoeffekt. Also spätestens nach dem Sommer muss ein angepasster Maßnahmenkatalog vorgelegt werden, um nicht noch mehr arbeitslose und insolvente Unternehmer zu produzieren. Seit 2,5 Monaten stellen wir und die anderen Oppositionsparteien Fragen, machen Vorschläge, bringen Anträge ein, aber nicht mit dem Ziel, sie zu kritisieren, sondern das Beste für die Menschen zu erwarten und das Beste für die Menschen zu erreichen. Und warum? Weil die Maßnahmen, die Sie vorgeschlagen haben, einfach nicht reichen. Sie kommen zu spät oder sie kommen gar nicht. Beim Ausschuss hatten wir einen Experten eingeladen, den Herrn Dr. Schekulin. Er hat als Steuerberater, als Experte einen Vorschlagkatalog mit 10 Seiten eingebracht und es findet sich in Ihren Maßnahmen nichts davon. Nichts ist klar für diese Branche. Am besten wäre es gewesen, das Epidemiegesetz einfach zu lassen, damit die Unternehmer einfach ihre Auslagen ersetzt bekommen. Was jedoch klar ist, ist, dass Sie, Frau Ministerin, diese Branche nicht wirklich unterstützt haben. Es gibt keine Soforthilfe. Es gibt keine Liquidität. Um die Mieten zu bezahlen, um die Kurzarbeit überhaupt anzudenken, um schlicht und einfach zu überleben. Es gibt es nicht. Das Einzige, was helfen würde, wäre sofortige monetäre Hilfe. Und sogar namhafte Wiener Hotelbesitzer sind der Meinung, dass das Einzige, was helfen könnte, ein großes Investitionspaket ist. Und sie sagen auch, dass sie mit ihren Ministerkollegen hier leider versagt haben. Das können sie nicht wegreden und sie können es auch nicht weglächeln. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm und er wird noch größer werden, wenn nicht schnell etwas in diese Richtung getan wird. Und niemand kann die Lage besser bewerten als die Unternehmer selber, von den kleinsten bis zu den großen. Ich hatte am Anfang große Hoffnungen in Ihre Ankündigungen, in die vielen Pressekonferenzen. Aber das verlorene Vertrauen dieser Menschen, denen Sie als Ministerin vorstellen, das verlorene Vertrauen werden Sie leider nicht mehr zurückbekommen.